Während sich die österreichische Fußball-Bundesliga bereits in der Winterpause befindet, sind die deutschen Kollegen auch an diesem Wochenende noch im Einsatz. Damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Duellsport hier auf Krone TV mit Stefan Meyerhofer und Paul Scharner. Grüß euch. Servus. Die Deutschen, die spielen noch ein bisschen, ganz zu unserer Freude, aber ganz zu unserer Freude unter Anführungsstrichen, haben die Bayern sich auch einiges geleistet in Frankfurt. Stefan, du als ehemaliger Bayern-Akteur hast vielleicht einen anderen Zugang, aber in Österreich freut man sich traditionellerweise, wenn die Bayern vielleicht einmal ausschütten. Wie hast du das 5-1 gegen Frankfurt wahrgenommen, miterlebt und wie analysierst du das? Nee, ich war gerade in der Halle in St. Pölten, wo dann das erste Mal Zwischenstand reinkommen ist, 3-1, ich sage, 3-1, gleich Halbzeit, okay, jetzt noch Anschlusstreffer gemacht, ja, schauen wir, es wird spannend. Und dann Endergebnis 5-1, ich sage, boom, was ist da passiert, gell? Ich habe dann in der Nacht, wie ich heimgekommen bin, so die Tore gesehen und ja, also Thomas Tuchel hat nach dem Spiel noch von Expected Goals gesprochen und, ja. Nein, ja, Frankfurt war effektiv an dem Tag. Und völlig, völlig verdient gewonnen. Und ich glaube, auch Kimmich wird jetzt in den Gazetten wieder komplett auseinandergenommen. Leimer sitzt leider auf der Bank. Also wie gesagt, als Österreicher hofft man, dass seine Landsleute dort spielen und zum Einsatz kommen. Und ich glaube, er würde dem Bayern-Spiel mehr bringen. Mit seiner Dynamik, mit seiner Aggressivität. Der ist jetzt seit Sommer dort. Der will auch den Leuten zeigen, was er kann. Beweist das immer wieder im Nationalteam oder auch in den Spielen, wo er gespielt hat, dass er einfach eine wirkliche Verstärkung sein kann fürs Mittelfeld von den Bayern. Und da wird leider noch immer an Kimmich festgehalten. Finde ich schade. Und ich glaube, bei Bayern wird jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen, jetzt vor allem um die Weihnachtszeit, Silvester, dann Neustart, da wird, glaube ich, sicher auch ein bisschen was passieren, transfermäßig. Und die Punkte kannst du nicht zurückholen. Du bist jetzt 4 Punkte hinter Leverkusen, du hast noch ein Spiel gegen Union Berlin. Die haben sich jetzt auch wieder gefangen, also wird kein Selbstläufer. Auch wenn du zu Hause spielst, von dem her, die Bayern müssen sich am Riemen reißen. Deine allgemeine Analyse, bevor wir auf einzelne Personalien eingehen, dieses 1:5, welche Fragen wirft das in deinem Kopf vielleicht auch auf? Ja, man muss ganz ehrlich sagen, das kommt ein bisschen aus heiterem Himmel, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Man hat jetzt geglaubt, man hat sich stabilisiert, man hat im Prinzip BVB ziemlich klar beseitigt, mehr oder weniger, beziehungsweise besiegt. Und was ich dann irrsinnig lustig finde, dann die Ausreden, ja, der Spielrhythmus, der ist verloren gegangen durch Nationalteam. Dreierkette, Fünferkette. Ja, genau, das noch dazu. Und Union Berlin ist angesagt worden. Und, das, ja. Und vorher hat man sich aber aufgeregt, dass man so viel Belastung hat. Ne? Wir spielen jetzt schon jeden dritten Tag und was weiß ich, wie viele Wochen. Also ich kenne mich da jetzt auch nicht genau aus, muss man ganz ehrlich sagen. Also Es ist, glaube ich, ziemlich viel Sand im Getriebe bei den Bayern, weil sonst passiert mitten im Prinzip in der heißen Phase im Winter nicht so ein Ergebnis. Und was ich dann super witzig finde, ist eben, ja, wir haben jetzt nicht gewusst, ob Frankfurt 4er-Ketten oder 5er-Ketten spielen und wir haben sie dann hinten und vorne rausgehalten. Na, gratuliere. Also wenn das Bayern München passiert, ne, der absolute Top-Club in Deutschland, dann verstehe ich die Würde eigentlich auch nicht mehr. Also viele, viele Fragezeichen an der Sebener Straße. Die gewünschten sportlichen Leistungen in der Bundesliga führen dazu, dass man nicht als Herbstmeister überwintern wird. Leverkusen ist diese Rolle schon zugesichert. Bei Christoph Freund wollen wir vielleicht einmal einhaken. Österreich-Bezug seit 1. September für die sportliche Verantwortung zuständig. Jetzt hat er auch von Granada den ersten Transfer getätigt. Im Sommer wird ein junger Spieler kommen, der jetzt schon mit Vinicius Junior von Real Madrid verglichen wird. Wir haben auch ein Foto von ihm vorbereitet. Wie gut geht's ihm, glaubst du? In München, wie gut ist er aufgehoben? Ja, der wird dort dementsprechend keine einfache Arbeit vorfinden. Ich glaube, ruhig arbeiten, das war er in Salzburg die letzten Jahre einfach gewohnt, weil es einfach funktioniert hat. Und jetzt ist er seit 1. September, wie du es angesprochen hast, dort neu im Amt, 3,5 Monate. Er hat natürlich schon ein bisschen Vorlaufzeit gehabt und, aber jetzt den ersten Transfer getätigt. Und ich glaube, man muss ihm dann einfach auch so, 3, 4 Transferfenster einfach geben, also 1,5, 2 Jahre, dass man sagt, kann man dann, warum man ihn eigentlich auch geholt hat, dann auch wirklich bewerten, weil er hat einfach im letzten Jahrzehnt bei Salzburg so viele Transfers getätigt und Verkäufe dann auch dementsprechend für den Verein positive vor allem erzielt. Und ich glaube, auf das hat auch einfach Bayern München jetzt da einfach den Blick geworfen. Und natürlich ist er dann auch zuständig für den Kader, aber auch mit dieser Unruhen jetzt auch mit Eberl immer im Hintergrund, diese Geräusche. Ich finde das ihm gegenüber, wenn wir das Foto gesehen haben, auch nicht vom Mensch her, ich finde das ein bisschen respektlos, weil er einfach so eine gute Arbeit geleistet hat die Jahre. Deswegen hat ihn Bayern München geholt, weil er war ja auch davor schon bei Chelsea und bei anderen Vereinen auf dem Zettel oben und er hat sich dann
gezielt auch für Bayern München entschieden, weil es Bayern München ist. Es ist verständlich. Ich glaube, die Nähe zu seiner Heimat ist auch gut. Er ist nicht weit weg von Salzburg. Aber lasst ihn in Ruhe arbeiten. Er ist ein Top-Mann. Und ich glaube auch, dass diese Phase jetzt bei Bayern München für ihn auch was Neues ist. Ja? Und er aber da als Mensch und als Person einfach nur reifen wird. Weil der Stefan diesen Namen Max Eberl auch schon genannt hat. Inwiefern macht der Name Max Eberl einen Christoph Freund vielleicht auch verrückt, weil er immer wieder in den Medien auftaucht? Und auf der anderen Seite, was wäre, wenn Max Eberl auch an die Säbener Straße käme? Aufgabenteilung, inwiefern könnte Eberl dann über Freund stehen? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Vorneweg ist es natürlich, das wird jetzt der Christoph in den letzten 3,5 Monaten erfahren haben, nicht mehr Salzburg, sondern Bayern München. Bayern München, absoluter Top-Club, Nummer 1 in Deutschland, auch FC Hollywood genannt. Das heißt, er wird nicht nur Befürworter haben im Umkreis bzw. im Umfeld vom Club im Endeffekt. Die werden wahrscheinlich immer Max Eberl reinstreuen, kann ich mir vorstellen. Und ich glaube, das ist sicher mal der erste Entwicklungsschritt für Christoph, da eben auch mit diesen Gegebenheiten und Begebenheiten umgehen zu können und eben auch mitzunehmen. Also es ist eine ganz andere Herangehensweise meiner Meinung nach notwendig als wie in Salzburg, wo er wirklich unangefochten seine Ideen einfließen hat können in Absprache mit dem CEO, aber grundsätzlich die sportliche Entwicklung ist ihm obliegen sozusagen, und das ist natürlich die große Herausforderung. Und ich habe mir jetzt da beim Herfahren auch noch ein bisschen schlau gemacht. Ich glaube, er kommt immer mit Chauffeur. Ich fahre immer alleine her, ich kann nicht immer durchblättern. Er sagt, beim Herfahren habe ich mich durchgelesen. Hey, bist du jetzt zum Beispiel kurz raus, du kannst meinen Vortrag da nicht unterbrechen. Ah, aber ist geil, du bist immer vorbereitet. Wir müssen die Kamera besser aufpassen, wenn er schon im Auto sitzt. Ja, solange die Kronenzeitung ist, das durchblau auf der Sekunde. Genau, bei der Ampel jetzt. Die Krone. Ich bin nur beim Arbeiten. Ja. Nein, aber im Endeffekt ist natürlich jetzt die Gretchenfrage, darf er sich so weit integrieren bzw. seine Philosophie ausbreiten mit einer Kadermischung, das will er ja einfließen lassen, eben mit erfahrenen Superstars und Jungen, die auch vom Campus kommen, vom neu gebauten Campus. Ja, ja. Und ich glaube, dass das ja eine Herkulesaufgabe werden wird. Ich glaube, der Stefan hat eben den Zeitfaktor ja immer angesprochen, den hat man bei Bayern nicht, muss man ganz ehrlich sein. Und auch die Ruhe nicht, wie ein Mateschitz, der sagt, ja, macht's einmal, da habt ihr es gehört. Und produziert da was Anständiges. Also in 3 Jahren machen wir mal einen Cut und dann schauen wir, wie es passiert ist. Ne? Genau, richtig. Also das ist sicher die große Herausforderung, auch mit den ganzen Zwischenrufen trotzdem eine Philosophie, mit der man sich identifizieren kann, einfließen bzw. aufbauen zu können. Und das, ja, das muss er jetzt proven, im Endeffekt zeigen, dass er das schaffen kann. Thomas Tuchel ist natürlich jener Mann, der an der Linie steht, hat Julian Nagelsmann abgelöst. Aber Stefan, ich glaube, als Außenstehender sieht man vielleicht noch nicht diese wundersamen Effekte eines Thomas Tuchel. Er ist auch oft einer, der den Fußball vielleicht ein bisschen anders betrachtet. Begriffe wie Holding Six, Box-to-Box-Spieler verwendet. Braucht es der Fußball so moderne Begriffe? Und ist Tuchel an der Säbener Straße für dich in irgendeiner Form angekommen? Ja, man muss einfach vielleicht auch dann sagen, Champions League, 5 Spiele, 5 Siege, 15 Punkte in der Gruppe, aufgestiegen, danke. In der Liga ist es jetzt so, sie sind Zweiter, aber Leverkusen spielt einfach überragend. Das war die letzten Jahre, glaube ich, auch nicht so, dass da Leipzig, Dortmund oder andere Mannschaften einfach so dominant waren, wie es jetzt einfach Leverkusen ist. Jetzt bist du einfach auf Platz 2. Thomas Tuchel hat sich das, glaube ich, auch anders vorgestellt. Ich glaube auch, diese Art und Weise, wie er bei seinen anderen Vereinen vorgearbeitet hat, auch in Deutschland, dann vielleicht PSG und bei Chelsea, was er da für Sachen ausprobiert hat. Er hat einen tollen Kader. Bayern München spielt an und für sich auch einen guten Fußball. Aber du hast halt einfach so Aussetzer, Saarbrücken, Frankfurt, der Debakel. Und das ist halt das. Wenn du mal knapp verlierst, 2-1, 90. Minute, geht noch einer rein, ja. Aber 5-1, das ist dann einfach schon auch, wo sind die Spieler? Nach dem 3-1 Halbzeit, die sich nochmal aufbauen und sagen, hey komm, wir kriegen da kein Tor mehr, wir machen spannend. Und dann 5-1 untergehen, ist schon bitter. Ne? Und ob er die Mannschaft dann auch, es klingt einfach immer blöd, so erreicht. Ne? Die haben, glaube ich, momentan echt einige Baustellen. Aber jetzt spielen sie in der Champions League gegen Manchester United und dann werden sie dort, glaube ich, einfach wieder diesen FC Bayern zeigen, weil Manchester muss, die sind Gruppenerster, die können nichts mehr irgendwie
Aber die werden dann da wahrscheinlich im Old Trafford einfach überzeugen. Also ich bin überzeugt, dass ein Harry Kane nicht wegen der deutschen Meisterschaft nach München gezogen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da ist natürlich das Thema, wie man sich intern fokussiert, also in den FA Cup, sage ich, in Cup, im Pokal haben wir eh schon ausgeschüttet, möglicherweise auch nicht mit der Konsequenz in den Bewerb reingegangen. Auch bei der Meisterschaft sind die Indizien da sozusagen, dass das jetzt nicht oberste Prämisse ist, die Meisterschaft zu gewinnen, sondern ich glaube, dass eben auf den Champions League-Titel gehen werden oder gehen in dieser Saison. Die andere Frage ist wieder die Erwartungshaltung von den Bayern-Fans und alle, die mit Bayern zu tun haben. Können die mit einem Champions League-Sieg alleine sozusagen abgefangen werden, muss man ganz, oder befriedigt werden im Endeffekt? Ne? Also sie sind gewohnt, Triples, Double und keine Ahnung was. Mal schauen, möglicherweise wird der Tuchel vielleicht die Champions League gewinnen, wird Dritter in der Meisterschaft, Pokal weg und ist weg. Ja, das ist wenig. Genau, also ist ja bei Chelsea ist es ja auch ähnlich passiert, ne, dass ihm der Champions League-Titel nicht gerettet hat, mehr oder weniger, wie es dann das erste Mal wirklich drunter und drüber gegangen ist. Also im Endeffekt geht es wirklich darum, ich glaube, dass da jetzt einmal im Moment zwei Schienen fahren, der Christoph, der Neue sozusagen, der eine neue Philosophie einfahren, also aufbauen sollte mit eben gute Mischung, junge Talentierte und ein paar Stars. Und auf der anderen Seite der Tuchel die Verantwortung hat, hey, wir müssen da einen Titel einfahren und wenn es geht, vordergründig die Champions League. Und so schaut man das im Moment aus. Und einmal schauen, natürlich, Bayern München ist immer Halligalli und immer was los und immer wird geschrieben. Aber deswegen reden wir auch und fertig. Den Zugang, den der Paul jetzt einfach hat, kriegst du das bei den Spielern auch so in die Köpfe rein, zu sagen, motiviert jetzt sich nochmal 11-mal in Folge deutscher Meister oder du holst jetzt einfach wieder mal die Champions League. Ja. Viele Spieler bei Bayern haben schon 6, 7, 8-mal die deutsche Meisterschaft eingefahren. Ja, Coman, Müller, Neuer, wie sie alle heißen. Ja. Und die neuen Spieler, natürlich wollen die auch Meister werden in Deutschland, aber Champions League ist Champions League. Und wenn du das intern den Spielern auch so verkaufst, zu sagen, wir spielen natürlich eine gute Liga, alles schön, werden vielleicht Dritter, ja, aber wir holen uns in Wembley den Henkelpott, dann glaube ich, ist da vielleicht noch mehr Motivation in diesen Spielern in der Champions League. Das ist schon ein guter Ansatz, ja. Also die Champions League hat sich ist das größte Ziel für den FC Bayern München in dieser Saison, alleine wegen der bereits getätigten Aussage, dass die Bayern ohnehin fast jedes Jahr Meister auch in Deutschland werden. Zum Abschluss würde ich ganz gerne zwei Personalien noch heranziehen. Joshua Kimmich ist schon gefallen, aber auch Thomas Müller können wir beide via Fotos herzeigen. Vielleicht noch ein Urteil über beide Spieler, Stefan. Kimmich wird mehr oder weniger ein bisschen die Stange gehalten, nach wie vor. Die Leistungen lassen teilweise zu wünschen übrig. Gesichtsausdruck spricht Bände, genau so ist es. Und ich glaube, den Spieler Kimmich, den wir vor 3, 4 Jahren gesehen haben, würde den Bayern jetzt richtig gut tun. Momentan rennt er seiner Form hinterher. Und wie gesagt, ich glaube, dass da andere Spieler momentan agiler, fitter... Stefan, musst du das da nochmal eingrätschen. Vor 3, 4 Jahren war er der absolute Führungsspieler, hat er sich anhalten können. Nein, er hat sich anhalten können. Ja, genau, und er hat richtig überzeugt, dass junge Spieler genau, erst neu rauskommen. Das ist nämlich der Unterschied. Ja, ja. Das ist genau der große Unterschied. Er ist kein Kimmich Führungsspieler. Ist kein Führungsspieler. Ja. Er ist ein guter Spieler, ja, aber nicht der, der, wenn es jetzt nicht läuft, draufhaut. Ne? Genau. Ja, stimmt. Richtig. Mhm. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied und das meiner Meinung nach die nächste Personale. Bitte, Martin. Genau, Führungsspieler Thomas Müller. Ich glaube, da kann man davon sprechen, Paul, dass der sicher in den letzten Jahren bewiesen hat, dass er es kann. Warum ist er nicht mehr so wichtig für Thomas Tuchel? Ist es das Alter? Ja, ist es vielleicht die Qualität? War das nicht immer das Thema mit den vorigen Trainern sozusagen? Auch mit Kovac, glaube ich, wollte ihn schneiden. Ja. Dann Nagelsmann wollte ihn neuer schneiden. Also das ist das große Problem bei diesen Trainertypen sozusagen, die nicht verstehen, weil sie es nie richtig erlebt haben, was eben solche Typen bewirken können, wenn du es im Boot hast und auf deiner Seite hast. Ja. Und die nehmen immer gerne diese Typen, Spielertypen her als Status sozusagen, dass man sagt, hey, die schneide jetzt und ich bin jetzt der große Boss im Endeffekt. Aber so funktioniert das nicht. Thomas Müller über 700 Spiele für Also den nimmst mit. Und jetzt bestes Beispiel, Nationalteam Portugal, Roberto Martinez, ehemaliger Trainer von mir. Ronaldo war abgeschrieben beim vorigen Trainer, er
hol ihn wieder, der ist das ein Verdienter und es geht. Natürlich ist er nicht mehr so leistungsfähig, ist überhaupt kein Thema. Körper. Beste Quali gespielt, die Portugiesen, oder? Ja. Wahnsinn. Und um das geht es. Und das verstehen diese Trainer nicht. Mhm. Und da muss ich jetzt den Ancelotti noch mal kurz zitieren, der gesagt hat, diese jungen technischen Trainer, die geben viel zu viel vor. Das ist vollkommen sinnlos. Ein Ancelotti, der sagt in der Offensive, komm, mach was. Ja, das ist sehr Kreativität, aber umso mehr Informationen ein Spieler kriegt, umso schlechter ist er. Zu viel. Das ist zu viel. Und das können diese jungen Trainer nicht. Die glauben, weil sie es eben studiert haben, müssen sie ihnen das Examen gleich mitgeben bei der Spielerbesprechung im Endeffekt. Überforderung. Ja. Also der akademische Ansatz ist vielleicht nicht immer der beste, um auch Fußball mit der besten Leistung aufs Feld zu schicken. Der FC Bayern München hat übrigens jetzt noch die Möglichkeit zum Saisonabschluss, abgesehen vom Nachtragsspiel gegen Union Berlin zu Hause gegen Stuttgart, die nötigen Punkte zu holen. Und Leverkusen, der größte Konkurrent, bekommt es zu Hause mit Frankfurt zu tun. Also auch da können wir gespannt drauf sein. Wirklich nur eine Minute, kurzes Urteil zu Leverkusen und Xabi Alonso, beziehungsweise diese Kracher-Duelle, Stefan. Was ist dein Tipp, mit welchem Ergebnis gehen wir in die Winterpause in Deutschland? Leverkusen wird, glaube ich, gegen Frankfurt überzeugen und gewinnen. Die wollen sich das jetzt noch nicht mehr nehmen lassen und ist einfach zu gefestigt. Eine richtig gute Mannschaft mit einem Top-Trainer, die einfach geilen Fußball spielen und Spaß machen. Ja, es wird spannend bleiben. Ähnlich wie in Österreich, eben, sage ich jetzt einmal, wo sie nicht wirklich einer absetzen kann. Auch Leverkusen wird sich nicht absetzen können, meiner Meinung nach. Also wenn man jetzt das letzte Spiel hernimmt gegen Stuttgart, war auch auf Messerschneide. Stuttgart lässt auch nicht nach, ist wieder zurück jetzt mit Gourassi, ist wieder fit und hat wieder Stabilität reingebracht. Und sie haben das Selbstverständnis. Von einer Saison auf die andere, wir können alles besiegen. Wir können gegen jeden gewinnen. Und sobald du das in 80% der Spieler in den Köpfen manifestiert hast, bist du konkurrenzfähig. Wir sehen, die deutsche Bundesliga wird spannend werden, sofern sich eben keiner dieser Titelaspiranten im Frühjahr auch absetzen kann. Nach einer kurzen Pause kommen wir zurück mit einem Sportmix, schauen auf die Goldmedaille von Bernhard Reitzhammer bei der Schwimm-Europameisterschaft. Ski-Alpin werden wir auch ansprechen, denn die Absagen machen derzeit mehr die Runde als österreichische Erfolge und bei der Handball-WM der Frauen sind wir zumindest in die Hauptrunde gekommen, aber am gestrigen Sonntag auch ausgeschieden. Bis gleich.